Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns die POTM-Karte von João Felix an und gucken, ob sie sich lohnt. So, bevor das Video weitergeht, würde ich mich natürlich noch über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Als allererstes schauen wir uns mal die ganzen SBCs an. Als allererstes Länderspiel, da brauchen wir einen Portugal-Spieler, einen Team of the Week-Spieler, 84er Teamgesamtbewertung, 80 Chemie, dann Atletico Madrid, mindestens einen Atletico-Spieler, mindestens einen Team of the Week-Spieler, eine 85er Teamgesamtbewertung und 75 Chemie. Und als letztes La Liga, die schwierigste, eine Liga Santander, Teamgesamtbewertung von 87 und 50 Chemie. Wir sind hierbei von einem insgesamten Preis bei ungefähr 450k, wenn ihr natürlich noch was im Verein habt, ist es billiger. So, schauen wir uns nun seine Karte an. João Felix hat eine Größe von 1,81, hat Arbeitsraten Mittel-Mittel, einen starken rechten Fuß, 5 Sterne Spezialbewegungen und 4 Sterne schwacher Fuß. Das ist schon mal sehr gut. Dazu hat er die Nationalität Portugal und spielt in der spanischen Liga bei Atletico Madrid. So, kommen wir nun zu seinen Werten. João Felix hat ein gutes Tempo von 87, einen wirklich guten Schuss von 89, ein super Dribbling und dazu eine wirklich sehr solide Physis. Als Chemistry Style würde ich euch hierbei Hans empfehlen, um sein Tempo noch hoch zu pushen und um seinen Abschluss geisteskrank zu machen. Alternativ könnt ihr natürlich noch den Chemistry Style Hawk benutzen, der ist ebenfalls nicht schlecht. Ähnliche Spielertypen wie João Felix sind zum Beispiel 88er Raul oder auch 87er Aguero Flashback. So, jetzt zeige ich noch, wie ihr João Felix einbauen könnt. Ich zeige euch jetzt noch eins oder zwei Varianten. Die erste wäre natürlich mit einem kleinen Atletico-Dreieck. Hier haben wir einmal Llorente in Form und Carrasco in Form. Kommen wir zur zweiten Variante. So, kommen wir nun zur zweiten Variante. Das wäre mit Portugiesen, einmal mit Cristiano Ronaldo und Eusebio. Das ist natürlich sehr teuer, aber manche von euch können sich sicherlich leisten. So, kommen wir nun zum Fazit, ob sich João Felix lohnt. Insgesamt lohnt sich die SBC meiner Meinung nach schon, weil er deutlich besser ist als sein Inform. Deswegen, wenn ihr Coins beiseite habt, wenn ihr Spieler im Verein habt, macht ihn. Er lohnt sich auf jeden Fall.